Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von mir, Dragos Gameson. Hier auch dieses Mal mit einem Spiel, das jeder von euch kennen sollte. Und zwar Herr der Ringe, Schlacht mit Leia, Aufstieg des Sechsten Königs mit dem Metamod. Natürlich. Und ich beginne gleich mein Spiel, aber ihr seht es gleich nach dem Intro. So, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Schlacht um Mittelerde. Ich will euch diesmal meine Taktik zeigen, wie ich eigentlich Modo immer spiele, wie ich es ihm raten würde zu spielen, und zwar aber mit gewissen Voraussetzungen. Man kann es doch auch sonst normal so spielen, ich spiele es aber immer so, weil mir geht es ja bei solchen Spielen im Prinzip um Spaß. Natürlich immer wieder mal auch um eine Herausforderung, aber bei diesem Video geht es mehr darum, dass ich jetzt zeige, wie es bei mir im besten Fall läuft. Dieser sogenannte beste Fall ist in diesem Fall erzwungen, weil ich 4000 Punkte eingestellt habe für Anfangsgeld und man sieht schon wesentlich mehr Kommandopunkte, was für Mono natürlich ziemlich hilfreich ist. Ich sollte also noch anmerken, dass ich in diesem Fall jetzt hier auch deswegen meinen Gegner auf schwer gestellt habe und auch deswegen Rohan, weil ich Rohan letztens einmal im Multiplayer-Spiel bekommen bin und ich hasse Rohan. Über alles. Es greift sich mit beschissenen Bauern an und gewinnt. Aber weniger über meine Hesse, mehr darüber, wie ich sie benichten will. Und zwar, was auf Anfang an machst, du drückst die Shift-Taste und spammst normale Orks. Du musst dich kein bisschen drum kümmern, ob es irgendwie klug ist oder nicht. Es ist definitiv nicht klug. Aber es funktioniert trotzdem irgendwie. Ich meine, man wird dann eh im Endeffekt sehen, wie viele Orks da kommen. Ich persönlich nehme am liebsten noch das Auge, weil es ein bisschen wie ein Zauber wirkt. Man könnte theoretisch auch das verdorbene Land nehmen, weil es ein bisschen defensiver ist, aber das Auge macht dich stärker. Und ich nehme es, weil ich auch was sehen kann damit. Das heißt, ich könnte theoretisch sogar scouten. Warum ich euch rate, die Schlachthöfe zu nehmen? Weil ich habe schon vorher erwähnt, in dem Spielmodus versuche ich möglichst nur viele Orks zu bekommen und damit meinen Gegner zu überrennen. Problem dran ist, jetzt denkt sich jeder, warum Schlachthäuser? Ich meine, wie man schon sieht, Tankkosten für Monster, nicht für die Orks. Warum nicht die Sklaven fahren, die Orks senken? Ganz simpel, ich verwende sowieso nur die Standard-Orks. Wofür brauche ich das Sklavenfarmen? Und wenn ich dann ja irgendwann noch Gebäude runterreißen will, brauche ich natürlich irgendwoher die Kostenverringerung, weil, ganz ehrlich, Trolle kosten beschissen viel. Und diese Kostensenkung ist der einzige Weg, um das wieder zu regulieren. Und ich warte geradezu, an sich sollte ja bald mal ein Gegner kommen. Zumindest erwarte ich, weil irgendwie soll es schwer sein. Da warte ich, wenn es mich von Anfang an irgendwie versucht niederzudrücken. Aber ich glaube, es ist eine KI, sollte wissen, was sie tut. Hab mal auf Sklavenfarm gedrückt. Egal. So, und zwar, man merkt schon an meiner Stimme, ich habe es gerade eben aufgenommen. Also alle, die das sehen und schon das vorige Video gesehen haben, wissen, dass ich ja eigentlich gerade, während ihr euch das anschaut, auf Urlaub bin. Und eigentlich kein Video machen konnte, darum habe ich das jetzt gleich aufgenommen, nachdem ich mein letztes Video aufgenommen habe. Ich bin also noch immer ein bisschen depressiv, oder depressiv ist das falsche Wort, eher, ich würde es ausdrücken als traurig, keine Ahnung. Und zwar eher auch deswegen, weil, ja, ich halt wenig Zeit habe in letzter Zeit und, naja, ich mir irgendwann das jetzt besser organisieren muss und ich in letzter Zeit auch wenig irgendwie weiß, was ich gerade tun soll und, ja, ich muss mir neue Sachen ausdenken und das ist immer das Schwierigste dran. Und man sieht schon den wunderschönen Sauron-Modell. Man sieht eigentlich kaum was, nur weil es halt Nebel ist. Ziemlich praktisch, nachdem jetzt so viele sind, aber die nehmen auch, wie man sieht, kaum Schaden, also, naja. So, und da kommen schon die nächsten Orks. Weil während unsere Orks sich jetzt da zurückziehen und die angreifen, können wir schon mal mit neuen Orks vorne an die Front rennen. Hoffe ich zumindest. Wo sind da die Orks? Ach, egal. Man muss mir um die Reiter keine Sorgen machen, die werden schnell genug sterben. Und mit denen sollte schon mal scouten. Da war noch. Warum ist der nicht tot? Frage sich. Man sieht schon, es sind jetzt schon extrem viele Orks. Ich habe schon 457 Punkte voll mit Ork gespammt. An sich sind es ja viele, aber sie machen ja wenig Schaden im Moment. Aber keine Angst, es wird schon noch mehr werden. Ich sollte das hier mal upgraden, weil das sonst ein bisschen an. Was? Wie? Können die das? Are you kidding me? Okay. Ich sollte noch mehr Geld zum Sparen, dann kaufe ich mir, und dann kaufe ich mir einen eigenen Troll und mit dem zerstöre ich das dann, weil ich glaube, es ist ein bisschen sinnvoller, dass er sich jetzt darauf wartet, dass dieser Troll das da schafft. Nein, du sollst mich nicht angreifen. Du hast bessere Probleme. Ah, renn einfach weg. Und wichtig, wir schaffen das eh.
Was auch wichtig ist, dass wir nämlich die Teile da außen vollkommen upgraden, damit wir die Bogenschützzimmer dort platzieren können, wie ich es da jetzt machen werde. Weil wir irgendwie das dort verteidigen müssen. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, meine Orks zu überschütten. Die sind nämlich ziemlich langsam. Aber man sieht jetzt schon, wie viele Orks das sind. Und ich verspreche, es wären noch mehr. Ich habe in einem Spielmodus einmal nur geschaut, um wie viele das sind. Also ich habe so viele Orks gebaut, wie ich nur gebrauchen konnte. Es hat das Spiel nach meinem Computer aufgezogen. Aber, ja. Das ist, glaube ich, jetzt hier nicht so wichtig. Ich kann nur damit versprechen, es sind ziemlich viele Orks. Ich habe wirklich versucht, alle Bauplätze, also alle Kommandopunktplätze komplett zu besetzen. Ja, das sind die Kommandopunkte. Ich denke, im guten Spiel heißen die Kommandopunkte. Obwohl, manchmal heißen sie auch ein bisschen anders, aber im Prinzip ist es auch unwichtig, wie sie heißen. Es geht nur darum, dass du weißt, was es ist. Oh. Ich muss auch leider so sagen, dass die Orks keine guten Verteidiger sind, also und die sollte man nicht versuchen, irgendwas verteidigen zu lassen. Frostgeist, die sind nicht in der kompletten Mehrheit, weil, naja, die schaffen so ziemlich nichts. So. Was ich mir persönlich für den Mod wünschen würde, wäre an sich für, je nachdem, man kann ja jetzt bei den Wirtschaftsgebäuden die drei Upgrades machen, mich würde es freuen, wenn man pro Upgrade ein anderes Aussehen hat. Das ist ein bisschen viel verlangt vielleicht, aber es wäre interessanter, weil so kann man wenigstens auseinanderhalten, ob jemand jetzt den Bogenschützturm oder das andere gekauft hat, weil das ist zumindest das, worauf es ankommt. Man, ich will nicht wissen, ob, also ja gut, es ist an sich gut, dass du weißt, dass Stufe 3 ist, das wäre sonst ein bisschen eigenartig, aber ich will nicht, würde gerne den Unterschied noch sehen können. So, und jetzt sieht man die perfekte Strategie von Mordor. Es sind so viele Orks, dass der Gegner einfach nichts machen kann. Ich meine, ich platziere sie gerade noch ein bisschen scheiße, so sind die Trupps da hinten komplett nutzlos gerade eben. So könnte ich theoretisch die jetzt noch durchrennen lassen und mit dem noch mehr angreifen. Und selbst, der kann einfach mich nicht besiegen mit so vielen Einheiten. Und, naja. Selbst wenn davon jetzt Einheiten sterben, es kommen neue Einheiten. Das ist das Besondere dran an der Taktik. Jede Einheit, die sie verlieren, kostet ihnen Geld. Jede Einheit, die ich verliere, ist kostenlos. Zu 100% kostenlos. Genauso auch hier. Ich meine, neue da. Und ich glaube das. Tötet es. Oh fuck. Das ist schlecht. Aber egal, du Orks töten ihn schon. Ah ja, so viel zum Thema Verfolgen. Also verfolgen kannst du auch nicht, wenn er Orks hat, weil die Orks hatten dich ziemlich gut davon ab. So, jetzt können wir mal Nazgul wieder wegstellen. Der kann sich mal wieder regenerieren. Und neue Orks sind eh schon wieder da. So. Oh, die haben dann... Oh, fuck. Nein, gegen die will ich ehrlich gesagt nicht so kämpfen. Oh, du rennst weg. Du rennst weg. So, mal schauen, wer gewinnt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Spinne gewinnt, weil sie ein bisschen größer ist und ist angsteinflößender und sie vergiftet sogar. Und sie kann auch so ein bisschen Spinnenbrut setzen. Deswegen habe ich das Gefühl, dass die Spinne gewinnen wird. Kranker wird auf jeden Fall gewinnen. Ich habe irgendwie das Kranker gewählt. Ganz dezent. So, also, ich bin echt erstaunt, wie viel Schaden er Kranker gemacht hat. Also, das ist echt eine neue Meisterleistung. Aber. Das ist Nazgul. Mal schauen, wer gewinnt. Also, wenn du dich nicht auf den Nazgul konzentrierst, dann garantiert der Nazgul. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Nazgul. Also, irgendwie hat der Nazgul nicht mal die Mühe, ihn anzugreifen. Eigentlich der Nazgul. Bisschen sehr der Nazgul. Könntet irgendwie aufhören. Weiter. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass du überhaupt. Oh, jetzt kommt sogar noch der Troll dazu. Ja. Yep. Also, dieser Mensch tut mir leid.
Ihr seid Schande übrigens. Boxer, könntet ihr die bitte töten? Endlich! Ich habe euch sogar einen Stärke-Buff gegeben. Ich töte die jetzt. Also irgendwie, ihr kämpft da drüben schon ziemlich lange, ist euch das bewusst? Nee, ihr möchtet endlich mal irgendjemanden töten. Okay, ihr kämpft da wirklich lange schon. Das ist nicht wichtig, weil den brauchen wir ja gar nicht. Wir machen einfach Ruf der Horde. Das gibt uns 3 Instant-Trupps von Mordorks. Und das sind jede Kaserne, die wir besitzen. Was so ziemlich jeder zweite ist. Das heißt, wir haben es um die 9 und Mordorks zu bekommen. Jetzt werden wir erstmal bis zu deren Festung vorrücken, weil man sieht schon, es sind viele Orks. Beinahe schon zu viele. Und da drüben sind sogar noch mehr. Die kommen jetzt auch hinterher. Also es kommt man Ruf. Kommt man Ruf der Horde, ist es eigentlich vorbei für den Gegner, ganz ehrlich. Das ist lächerlich. Töte ihn. Schnell. Vor uns tötet. So, wir geben einfach mal einen allgemeinen Angriffsbefehl. Maskulklinge. Er hat keinen getötet. Traurig. So, jetzt haben wir einen Geist. Okay, ja gut. Ich musste bei der Festung so ein Teil aufstellen, damit das funktioniert. Aber es würde. Würde ich mir die Mühe machen. So, und das ist jetzt nur der erste Trupp. Jetzt warten wir auf den zweiten Trupp. Das ist, glaube ich, sogar der zweite. Und da kommt der dritte. So irgendwie. Ach, das reicht schon. Ich glaube, das reicht an Orks. Warum gehen die da oben rum? Alter, seid ihr dumm. Okay, meine lieben Damen und Herren, Sie sehen hier diese intelligente Ork-Rasse, die an sich scheiße dumm ist, aber klug genug ist, den direkten Weg zu nehmen. Und hier finden Sie die dumme Ork-Rasse, die dumm genug ist, um einen groß genügend Umweg zu gehen, um dies lang genug hinauszuführen. Und sogar vielleicht verlieren Sie sogar den Trommler-Troll. So, und Sauron ist Stufe 3. Also irgendwie glaube ich, dass ich gewonnen habe. Ganz dezent glaube ich das jetzt mal, behaupte ich. So, und da brauche ich mir so ein Lager, weil ich brauche das andere nicht. So, und im Prinzip war es das eigentlich schon. Und ich kann jetzt hier dann noch mehr Geld rausschmeißen. Aber wenn ich die mal da aufstellen lasse, sieht man schon, das sind ziemlich viele Orks. Und selbst wenn die schaffen würden, irgendwie die Trolle rauszunehmen, wenn noch immer so viel Orks da ist, dass sie nicht rauskommen würden. Und selbst wenn sie es schaffen würden, die Orks in deren Basis so auszuschalten, wären hier noch genügend Orks, um sie aufzuhalten, bis neue Orks da sind und sie neu aufzuhalten. Ja, langer Satz, kurze Meinung, sie haben verloren, so ziemlich. Und es ist beinahe vorbei mit einer gelegentlichen Übermacht und ich kann doch immer nur sagen, Orks, so viele von ihnen. Es ist unnötig, aber es sind so viele. Totally worth it. Sie kosten nicht mal Geld. Muss ich bedenken, diese ganze Armee hier, die man da so sieht, ist alles kostenlos gewesen. Zu 100% kostenlos. So, und das war's. Der Gegner ist besiegt. Und das war's mit ihm. Und es sind noch immer so viele Orks. Und ein paar schöne Nazgûls da im Hintergrund. Aber das ist unwichtig. Ja, das war's soweit von mir. Ich danke euch für eure Zuschauen. Ich entschuldige mich dafür, dass ich halt nichts wirklich Großes machen konnte, aber ich bin nicht da. Und naja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich habe zumindest ein bisschen was gesehen, was euch interessiert hat. Und falls ihr spammen möchtet und das Spiel noch auf Lager hat, holt euch den Edermod und spam, was das Zeug holt. Weil ganz ehrlich, das voll gefällt mir jetzt schon. Man sieht schon, einheitentechnisch war ich ihm immer überlegen. Gebäudetechnisch war ich ihm beinahe immer überlegen. Aber ich auch immer überlegen. Rohstofftechnisch war ich ihm nicht wirklich überlegen, dass es gut ist, man unterlegen ist. Und im Endstand war ich ihm eigentlich von Anfang an überlegen. Ich meine, man sieht ja mal kurz. Ja, man sieht, es war ein bisschen unausgeglichen. Aber man muss also sagen, es wäre wahrscheinlich nicht so leicht gewesen, hätte ich nicht so viele Punkte eingestellt. Aber so, dass ich es getan habe, dass ich so viele Punkte hatte, hat es wesentlich lustiger ausgesehen und es war auch wesentlich mehr los. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Favorisieren, wenn ihr euch es gefallen hat. Und ihr noch mehr Spam-Org-Videos sehen wollt, vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr mit Orks. Und, naja, man sieht sich dann beim nächsten Mal. Kommentieren, falls ihr noch lustige Taktiken kennt, die ich ausprobieren kann. Tschüss und sieht sich beim nächsten Mal.